Moinsen, Freunde der Sonne. Willkommen zu einer neuen Folge Dizzycast. Und ich habe eure, wie soll ich sagen, Anregungen in den Kommentaren gehört. Ich soll doch bitte auch mal aus anderen Sims beziehungsweise anderen Bereichen Menschen in den Podcast holen. Und da habe ich mir doch glatt gedacht, Mensch, wie wäre es denn mal mit Michi Heuer? Mit Michi hatte ich eigentlich selber nicht wirklich sehr viele Berührungspunkte, bis mir jemand mal ein Video geschickt hat, wo der gute Michi mir erklärt hat, wie die ganze LMDH-Thematik funktioniert in LMU. Und seitdem kenne ich Michi, also kennen im Sinne von, ich habe ihn mal gesehen und habe ihn mal eingeladen in den Podcast. Hi Michi. Hi. Ich wollte gerade Michel sagen, weil bei uns einer im Team ist, der ist Michel. Und ich bin so auf Michel fixiert, das wäre ja richtig in die Hose gegangen. Das war eine kleine Red Flag, ganz ehrlich. Ja, deswegen gerade nochmal hingekriegt. Michi, schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf, ja. Sehr gerne. Dich wird ja wahrscheinlich der eine oder andere noch nicht kennen. Vielleicht möchtest du mal so wirklich dich gehen lassen und dich kurz mal vorstellen, dass die Leute wissen, wer hier eigentlich sitzt. Gerne. Also ich bin Michi Heuer, komme aus Süddeutschland, mache Simracing seit fast 19 Jahren jetzt. Hab damals über R-Faktor 1 angefangen, bin dann in R-Faktor 2 hängen geblieben und das ist eigentlich auch meine Heimat. Gipfelt mittlerweile eben in Le Mans Ultimate, also so wie du dann den ersten Berührungspunkt zu mir hattest. Und bin im Prinzip auch jahrelang jetzt E-Sport-technisch auf sehr hohem Niveau gefahren. Wie wir ja alle wissen, ist E-Sport gerade nicht so das Thema, wo alle schreien, yippie, wir fahren Rennen. Insofern ist da gerade im Moment ein bisschen ein Umbruch und bin ansonsten eben als Streamer unterwegs. Gesagt, hauptsächlich Le Mans Ultimate, R-Factor 2, bisschen ACC, bisschen iRacing. Also hab verschiedene Simulationen auch mal angetestet. Genau, beweg mich da auf dem Spielfeld. Okay. Und wie lange bist du da jetzt schon so drin in dem Bereich? War so richtig tief im E-Sport, sage ich mal, seit 2017. Ja, da ist das Ganze ein bisschen professioneller geworden. 2019 kam dann auch nochmal eine sportliche Entwicklung dazu, wo ich einfach auch aus meinem bisschen Talent ein bisschen mehr rausgeholt habe. Und spätestens 2020 war halt eine Top-Competition nach der anderen, wo ich mich für qualifizieren konnte, wo ich teilweise auch dann eingeladen war, je nachdem, wie das Format aussah. Genau, und heute sind wir hier. Das klingt ja schon mal sehr gut. Aber lass uns mal ganz weit zurückspulen. Also wie weit, weiß ich noch nicht. Aber wie bist du denn zu diesem ganzen Sim- bzw. Rennsport gekommen? Und jetzt sag mir bitte, du hast eine Geschichte von, ich bin 7 Jahre alt gewesen und nicht, du hast mit 17 angefangen. 2017. Nein, ich habe... Also Rennsport hat mich schon immer fasziniert. Ich habe es meinem Vater zu verdanken und auch dem Kollegen Michael Schumacher, dass ich da im Prinzip die Affinität zum Motorsport entwickelt habe. Und naja, wie das halt so ist, ne, mit 10, 11, 12 hast du deinen ersten Computer, mit 13, 14 sagst du, Mama, ich möchte ein Lenkrad für meinen Schreibtisch. Dann kriegst du das und so fängst du halt an. Und es war 2005, als mein damals bester Schulfreund sich hier das Logitech G25, das war damals das Größte, was es dann gab, oder das Beste zum Einstieg, und gesagt hat, da war eine Demo dabei, R-Faktor 1. Hat kein Mensch gehört, aber fährt sich geil. Ja, und dann bin ich immer zu dem Kollegen rübergeschlappt, hab mich da mal reingesetzt und sag so, also, ich bin 13, ich habe keine Ahnung, wie sich ein Auto oder Autofahren an sich anfühlt, ne? Aber hat schon was, ne? Und so hat es dann irgendwann angefangen, dass man erstmal in einer kleinen Privatgruppe so die erste Formel 1-Saison parallel gefahren ist. Und naja, so über die Jahre hat sich das dann da entwickelt, hatte 2012 auch mal ein Jahr, wo ich gar nicht gefahren bin. Dann hatte mich jemand von der damaligen Kleingruppe wieder angefragt, also hier Formula Sim Racing, R-Faktor 2, Mittelklasse, wie sieht's aus, ich habe ein Cockpit frei. Keine Ahnung, es hat eine Woche gedauert oder so, dann war ich aber sofort wieder drin. Und von dort aus hat sich die Geschichte dann Step für Step weiterentwickelt. Aber dann hast du ja doch schon relativ zeitig angefangen. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 32. Naja, gut, dann... Mit 13, 14 sowas, ja. Ja, das ist ja schon ein paar Jahre, die du jetzt auf dem Buckel hast. Auf jeden Fall, ja. Und wie ist das von dort aus weitergegangen? Also, oder hast du dann erstmal lange Pause gemacht und bist dann wieder zurückgekommen? Oder warst du jetzt wirklich die ganze Zeit nonstop aktiv? Ja, nonstop aktiv ist relativ, weil es hat sich halt sehr entwickelt in der Zwischenzeit. Also mit 16 oder 17 war es dann so, dass ich in dieser Mittelklasse da gefahren bin und dann kamen die ersten Erfolge, also keine Ahnung, die ersten paar Rennen waren halt katastrophal außerhalb der Top 10 und nur Mittelklasse und also
bisschen rumgegondelt, rumgeeiert. Und irgendwann kam dann ein Wechsel zu einem Team und dann hat es 1, 2 Jahre gedauert. Und dann habe ich mir die Meisterschaften der Mittelklasse gewonnen, bin dann dort in die World Championship aufgestiegen und hatte, glaube ich, dann in dem 2. Jahr danach dann auch den ersten Rennsieg dort. Ja. Und das hatte mich auch so ein bisschen dann auf den Plan von anderen Teams gerufen. War lange Zeit eigentlich dann in meinem eigenen Team da auch mit Teamchef. Also ich habe das Team nicht selber gegründet, habe da aber sehr viel leitende Funktionen und so übernommen. Das ging dann ein bisschen unschön auseinander 2019, und dann war plötzlich das Interesse groß und dann habe ich einen Anruf bekommen aus Dänemark von den Kollegen hier von Burst eSport und Sim Racing Expo, sie sind da, wie sieht's aus, wollen wir uns mal treffen? Und dann haben wir uns dort getroffen, bin dort dann mit denen ein 24-Stunden-Rennen gefahren im Oktober danach. Und dann habe ich das Ganze, was ich vorher in meinem alten Team gemacht habe, auch in teilweise leitender Funktion in dem neuen Team gemacht. Und ab 2020, wo dann leider Corona die Einschläge immer näher kamen, das war dann für uns der Punkt, wo es eigentlich richtig, richtig losging. Also bis dorthin bin ich tatsächlich nur Formel Sim Racing gefahren, also F1 Liga auf R-Faktor 2. Habe auch die ersten Erfahrungen Langstrecke gemacht. Aber 2020 waren es dann, ich glaube, 7 oder 8 Meisterschaften übers Jahr verteilt. Und das ging also durch und durch. Und seither ist es tatsächlich eigentlich nonstop. Also klar, es gibt mal intensivere Wochen, weniger intensivere Wochen, aber wir arbeiten da immer noch auf hohem Niveau, sind mittlerweile leider alle zerstreut, weil das Team, wie gesagt, das gibt es nicht mehr. Aufgrund bekannter, ja, E-Sport-Thematiken aktuell. Und wir fahren aber immer noch auf demselben Level. Wir arbeiten immer noch auf demselben Level, streben quasi immer ein Stück weit nach Perfektion. Und ja, warten jetzt einfach ab im Prinzip, was passiert mit R-Factor 2, ist ja nicht ganz klar. Le Mans Ultimate, noch keine Version 1.0, da warten wir natürlich auch drauf. Und dann schauen wir mal, ob da nochmal was geht dann. Also fährst du jetzt gar nicht mehr so aktiv in Ligen? Richtig, es ist jetzt noch eine Langstreckenmeisterschaft, die Formel Sim Racing Season, die ist ja schon vorbei. Aber die traurige Tatsache ist halt, es gibt tatsächlich einfach nicht wahnsinnig viel, was man fahren kann. Keine Ahnung, 2020, 21, 22 waren alles Jahre, wo du dann auch mal ein paar tausend Euro Preisgeld gewonnen hast. Dieses Jahr gibt es halt so überhaupt kein Preisgeld und dementsprechend geht auch so ein Stück weit. Jetzt und sage, die Motivation, der Antrieb ist natürlich ein anderer, generell fürs Fahren an sich, aber definitiv in meinem Alter und auch mit meinem Alltag kann ich es mir einfach nicht leisten, täglich dann noch 4 Stunden für eine Competition ohne Preisgeld einfach da Zeit reinzubuttern. Das muss halt auch irgendwo klar sein. Ja, aber du fährst diese Competitions ausschließlich in R-Faktor 2, ja? Zu ganz großen Teilen aktuell fahre ich. Ich glaube, wir sehen uns am Mittwoch auf der Strecke. Ja. Fährst du nicht auch Mercedes AMG Virtual Championship? Ja, Ja. da habe ich mich im Topsplit auf ACC qualifiziert. Ist so ein bisschen tatsächlich für mich mal aus dem R-Factor 2, Le Mans Ultimate Alltag rauskommen, also sich mal auf einer anderen Plattform auch messen und auch da versuchen, im Prinzip vorne mitzufahren. Ja. Aber ich fahre iRacing, nicht ACC. Ja, ich habe es gesehen. Ich glaube, heute sind die Fahrer announced worden für die verschiedenen Plattformen. Ja, Ja. also wir sehen uns dann leider doch nicht. Das müssen wir dann in Okay. einem Ultimate machen. Indirekt dann, ja. Da wird sich mit Sicherheit was finden. Der Koop-Modus kommt. Ne? Ja, habe ich schon gesehen. Aber also ich freue mich sehr auf das Update, muss ich sagen, in Le Mans Ultimate. Wahnsinnig. Das ist natürlich, ja, ich höre die Stimmen, DLC und das Game ist noch nicht mehr fertig und so weiter und so fort. Man muss aber, glaube ich, sagen, bei all dem Frust, der teilweise auf Spielerseite auch entsteht, wir hatten die Thematik ja auch schon, muss man, glaube ich, trotzdem sagen, das, was Studio 397 da im Moment abliefert, ist schon, also nicht top of the top, aber ist schon ganz ordentlich, gerade was Entwicklungsgeschwindigkeiten dann auch Umsetzung und Bugfixing anbelangt. Das stimmt ja, da sind sie wirklich sehr, sehr schnell hinten dran. Also es macht einen sehr guten Eindruck. Ich habe ja mit R-Faktor 2 keine Berührungspunkte gehabt vorher. Bis dato habe ich auch sehr viele negative Stimmen gehört aus der Richtung mit dem Studio. Aber bis dato muss ich sagen, machen sie einen guten Job. Mal gucken, was das wird. Ja, das stimmt. Der Schritt von R-Factor 2 zu Le Mans Ultimate, man ist ja bekannt, dass Le Mans Ultimate mehr oder weniger auf R-Factor 2 ein Stück weit basiert. Aber auf Le Mans Ultimate ist schon nochmal Next Level. Ich würde mich rauslehnen aus dem Fenster und sagen, Le Mans Ultimate Hypercar Tire Model ist das Beste, was wir aktuell
im Sim-Racing-Markt finden können. Davon habe ich keine Ahnung, bin noch nie einen Hypercar gefahren. Ich habe aufgehört, über sowas zu urteilen, wenn ich nicht das Auto gefahren bin. Weil ich kann es ja nicht wissen. Ja, ist smart. Also, iRacing-Tire-Model bekannt, ne, wenn du aus der Box rausfährst, kalte Reifen so. Ja, klar. Das hat ein Le Mans Ultimate auch, aber also wirklich so, dass du auf allen vier Rädern keinen Grip hast und nicht einfach random fliegen gehst, sag ich mal. Es ist einfach nur ein kleiner Beispiel oder kleines Beispiel zwischendurch. Wenn du es mal fährst, das Hypercar, wirst du sehen, was ich meine. Ja, es fährt sich wie auf Eis, die ersten zwei, drei Runden. Ja, erste halbe, dreiviertel Runde. Ab Runde 1 geht's dann und ich glaube, so Runde 3 ist dann die Optimaltemperatur auf den meisten Strecken erreicht, sodass du dann da das meiste aus dem Auto rausholen kannst. Ja. Also ich weiß nicht, wie die Optimaltemperaturen dieser Reifen habe ich noch nie erreicht. Noch nie. Ist auch nicht ganz einfach, weil er Le Mans Ultimate da sehr, sehr viel simuliert. Man kriegt beispielsweise auf dem HUD der linken Seite angezeigt, da wo die Ja. Temperaturen in Zahlen stehen. Das ist mehr die Core Temperature, also vom Reifeninneren. Was du rechts neben der Drehzahl siehst, sind die Surface Temperature. Ja? Und also irgendwo da so mittendrin liegt die Wahrheit bei der optimalen Reifentemperatur. Es ist sehr irreführend, muss ich sagen, bei Le Mans Ultimate. Das ist korrekt. Also gerade wenn man sich dann anguckt, ich weiß nicht, es gibt unzählige Leute, die schon direkt aus der Boxengasse einen Highspin-Spin hinlegen, sagen, oh, Reifen 40 Grad, was ist denn da los? Hab mich doch gerade gedreht. Aber das dauert halt eine gewisse Zeit, bis die Temperatur von der Reifenoberfläche in den Reifen nach innen reingeht. Ja. Ja, du, da wird man erst schlau, wenn man es richtig fahren kann. Ich hatte leider noch nicht das Glück, dass ich jetzt sehr viel fahren konnte. Schauen wir mal. Arbeiten wir dran. Ja, du, was heißt, arbeiten wir dann? Es kommt, wenn es kommt, nicht? Genau. Wo würdest du dich jetzt so, wenn du mal dich ehrlich einschätzen solltest, wo bist du denn so ungefähr gefangen auf dem Skill-Level? Bist du schon ganz weit oben unterwegs oder Medium? Über Medium auf jeden Fall. Immer schwierig, sich das selber einzuschätzen. Man sitzt sich sehr schnell in die Nesseln. Also ich sag mal so, wenn du auf R-Factor 2 oder Le Mans Ultimate eine Competition hättest, wo sich die Top 20 bis Top 30 qualifizieren würden, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass mein Name darunter fällt. Okay. Sicher ist es natürlich nie und nichts ist so vergänglich wie der jüngste Erfolg, aber ich sag mal, in aller Regel spreche auch die Ergebnisse soweit für sich. Ich habe keine große Meisterschaft gewonnen, das fehlt in meiner Sammlung tatsächlich, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so einen Vergleich ziehen sollte, so wie ein Fernando Alonso im Moment auch unterwegs ist. Ja, immer eigentlich vorne mit dabei, immer das Maximum rausgeholt. Für ganz vorne reicht es leider nie. Aber liegt auch ein Stück weit in der Natur der Sache, weil ich das Ganze auch nur nebenberuflich mache. Insofern ich mithalte mit denjenigen, die das täglich 8 bis zu 8 Stunden machen, sage ich mal, für mich eigentlich respektabel genug. Gibt es das wirklich in R-Faktor, dass Leute das Fulltime fahren? Wie, wenn es keine Meisterschaften gibt? Wo, also, wie rentiert Da sich ist das denn? genau das Thema. Deswegen ist unser letztes Team jetzt leider auch baden gegangen. Das war bis vergangenes Jahr möglich. Ja, also es gibt einige Teams, die Fahrer in Vollzeit angestellt haben oder hatten. Es gibt da im Moment gerade wahnsinnig viel Verschiebungen. Der Markt ist extrem volatil und extrem dynamisch, sage ich mal. Aber das ist schon möglich gewesen. Es kommt natürlich auch ein Stück weit drauf an. Das ist mein ehemals bester Teamkollege, der Jernej Szymoncic, der es durchaus öfter bis ganz nach oben auch geschafft hat in den jeweiligen Competitions, wo ich auch dabei war. Der war in der Lage, das Vollzeit zu machen. Aber wie gesagt, als Slowene sind vielleicht die Lebenshaltungskosten dann auch nicht ganz so hoch wie, sagen wir mal, in Deutschland oder Mitteleuropa. Ja gut, das stimmt ja. Also die Kombination macht's da. Rein von dem eigentlichen Business an sich, da gehöre ich auch zu den privilegierten 1% der Branche, die zumindest sagen können, ey, ich habe mal monatlichen Gehalt bekommen, dafür, dass ich das mache. Aber ansonsten muss man da auch einfach ganz realistisch sein. Und musste ich mir selber ein Stück weit den Zahn ziehen über die Zeit, dass es einfach niemals nachhaltig möglich sein wird, damit sein Brot zu verdienen. Streaming ein bisschen was anderes, aber rein E-Sport, kompetitiv, wenn man nicht gerade ESL oder F1 Sim Racing fährt, wobei ich das ehrlich gesagt auch nicht fahren möchte. Ja, da wird sich nicht so viel tun in Zukunft, denke Das ist ja doch schon ein bisschen pessimistisch. Bist du da nicht so optimistisch, dass das Ganze noch mal ein bisschen wächst so auf der Ebene? ich. Ich denke schon, dass das Ganze nochmal wachsen kann. Ich würde auch alles dafür tun, dass es wächst.
Man muss nur einfach ganz realistisch sein, was einem in Zukunft seine Rechnungen bezahlt. Das ist Und richtig, ja. das ist eigentlich Kern der Aussage. Ich selber bin voll berufstätig, mache das Ganze im Nebenjob oder Nebengewerbe. Und ich kann es drehen und wenden, wie ich es will. Was ich mit E-Sport verdienen müsste, um auch finanziell mindestens gleich, bestenfalls sogar besser darzustellen, das sind Universa auseinander. Ja, mir musst du das nicht sagen, du. Mir musst du Ich das nicht weiß ja. sagen. Das ist mir bekannt, ja. Die Summen, die man dann nach Hause bringen muss. Absolut, ja. Und wie bist du auf den Trichter gekommen? Ich mache jetzt dann Content. Also war es einfach so, dass du gesagt hast, ich will in der Community bleiben und meinen Beitrag leisten und mein Wissen teilen? Oder wie hast du dir das vorgestellt gehabt? Das rührte ein Stück weit zurück. Ich mache das jetzt seit 7 Jahren, auch im Bereich Content. Die Ursprungsidee war es, Professionalität nach außen ein Stück weit zu zeigen. Ja, zu zeigen, wie fährt sich so ein Rennen dann aus der Competition heraus, dem Zuschauer eine Möglichkeit geben, im Prinzip wie bei F1 TV sich den Onboard-Kanal quasi dazu zu schalten. Die Kommunikation da live mitzubekommen. Das Schöne ist ja bei uns, wir haben ja keinen Helm auf, man sieht Emotionen, man sieht genau, wo sind die Augen, was machen die Hände und so weiter und so fort. Das war damals so der Grundgedanke und für mich war. Hat dann aber relativ schnell festgestanden, so, okay, wenn ich in der Lage bin, über Jahre hinweg sportlich relevant zu sein, ja, mir da auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen eine Fanbase aufzubauen, eine Community aufzubauen, die ich dann über die sportliche Karriere hinweg mit Richtung Community oder Entertainment-Bereich, Content Creation und so weiter führe. Der Gedanke kam relativ schnell, vor guten 5, 6 Jahren, wo ich so gemerkt habe, okay, das ist da doch auch ein klein bisschen Markt da. Mein Wachstum war jetzt nicht riesig, aber wie gesagt, R-Faktor 2 ist so wahnsinnig Nische gewesen, dass ich eigentlich sehr stolz drauf bin, was ich bisher erreicht habe da. Aber das war dann so der Hintergrund, wo ich gesagt habe, ja, ich versuche mir da eine Community in meiner Bubble aufzubauen. Und wenn sportlich mal nichts mehr geht oder ich in Anführungsstrichen auch zu alt da bin dafür, was hoffentlich noch ein paar Jahre geht. Dann ist eigentlich der Plan gewesen, da die Community sich aufzubauen, um dann später quasi nicht von null zu starten. Und hat Le Mans Ultimate jetzt dir dabei ein bisschen geholfen? Definitiv, ja. Das war ein Multiplikator jenseits von Gut und Böse dieses Jahr. Auf jeden Fall. Also hast du das jetzt überall gemerkt, so dass also Chataktivität oder also woran würdest du das festmachen? Mal ganz am Anfang zum Release auf jeden Fall am Kanalwachstum. Ja, da habe ich weiß nicht, ich glaube, durfte mich über 1500 oder 2000 neue Subscriber freuen, bei einer Zahl von 8000 als Base dagegen. Ja, Ja. also das war ein Riesenwachstum. Man hat es an den Views gemerkt, man hat es an den Werbeeinnahmen gemerkt, man hat es an generell Klicks, Kommentare. Ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe, so, ey, bin hier neu auf Le Mans Ultimate, komme jetzt von ACC, komme von iRacing. Ich war da einfach in dem Bereich dann relevant, weil viele bezeichneten mich früher als das Gesicht von R-Faktor 2. Und das stimmt auch einigermaßen. Es gab ganz wenige, die R-Faktor 2 konsequent gestreamt haben. Und da gab es auch nicht wenige, die gesagt haben, was willst du denn auf der Plattform, die ist tot. Es war mir aber alles egal, weil R-Faktor 2 war das, wo ich mich am allerwohlsten gefühlt habe und wo ich mein sportliches Zuhause auch hatte. Und so hat sich das dann entwickelt, dass dann Le Mans Ultimate rauskam. Ich war etwas überrascht, ob des generellen Interesses, man muss ja da sagen, der Kollege Verstappen hatte da ganze Arbeit geleistet beim letzten Le Mans Virtual, als er über R-Factor 2 hergezogen hatte. Das war auch so ein bisschen meine Befürchtung, ja. Studio 397, du hast eingangs selber schon gesagt, man hat da einiges gehört von R-Factor 2. Da war eine gewisse Grundskepsis, auch was Le Mans Ultimate betrifft. Und insofern war ich aber sehr positiv überrascht, auch sowohl über die Nutzerzahlen, die dann das Spiel in den ersten Wochen im Speziellen sich auch mal reingezogen haben. Viele Streamer, die vorher ausschließlich auf ACC oder iRacing unterwegs waren, haben mal den Sprung rüber gewagt. Und das hat natürlich für mich wahnsinnige Mitnahmeeffekte gehabt. Also ganz klar. Das klingt doch schön. Also, Hervorragend, ja. aber bezüglich der 24 Stunden Le Mans, bist du die auch mitgefahren? Da Le saß du Mans auch Virtual drin. Series 2020 in der Pilotfolge. Also 2020 wurde ja das allererste Mal gesagt, okay, wir fahren die virtuellen 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf R-Faktor 2. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist für mich ein
großer, großer Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Das war, man merkt es heute noch, das emotionalste Rennen, was ich jemals gefahren bin und jemals gefahren sein werde, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Was habt ihr, welchen Platz habt ihr da jetzt gemacht? Wir sind Zehnter geworden. Okay. Und das war für mich eigentlich ein Riesending, weil ich bin ganz spät in dieses Team erst reingekommen. Und der Name Franco Colapinto sagt dir was? Dunkel. Er fährt jetzt für Williams in der F1 die Saison zu Ende. Ja, das war damals mein Teamkollege auf dem Auto. Ah, schön. Und das sind ganz, ganz viele Kontakte, ganz, ganz viele Einblicke entstanden. Man hatte tatsächlich den Kontakt zu den Ingenieuren aus der realen Welt und konnte alles so die Fragen, die sich über die Jahre so mal angehäuft hatten, wie machen die realen Teams das? Wie genau arbeitet ihr da? Die generelle Arbeitsweise, man konnte sich das so viel angucken und vergleichen. Das war ein richtiges Feuerwerk, sage ich mal, was man da erlebt hat. Ja. Das ist doch super. Absolut. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig, was da passiert ist. Es gab, glaube ich, Serverausfälle ohne Ende, ne? Zu dem Rennen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das. Ich meine, das 2020er ist sogar durchgelaufen. Die Folgeserien, wo dann eine eigene Championship draus geworden ist, da hatten die 24er dann mal mindestens ein oder zwei Red Flags, die es da zu bemängeln gab. Wodurch auch unser Kollege Verstappen sich natürlich zu einem gewissen Kommentar hat hinreißen lassen. Aber das damalige 2020er-Rennen, das meine ich, lief ohne Probleme durch. Das weiß ich gar nicht mehr. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich hätte mich damals mit meinen Teamkollegen unterhalten und gesagt, wenn RF2 das vergeigt, wenn das Spiel hier sterben geht, dann geht das Spiel aber richtig sterben. Also da habe ich auch schon ein bisschen mitgezittert, dass das alles gut geht. Ja. Ja, und dann ist es ja passiert, leider. Das werden wir auch nicht Ja. vergessen, glaube ich. Das wird für immer gespeichert sein. Das ist so, ja. Negatives bleibt gern sehr lange hängen. Ich könnte jetzt anfangen, auch die positiven Dinge zu erwähnen, Ja, aber mach das mal. Ich möchte gerne die positiven Dinge hören von jemandem, der da drin ist, weil wir können ja nicht immer nur eine Seite sehen. Wir müssen auch mal die andere Seite sehen. Also ja, was ist denn da positiv? positiv ist generell die generelle Fahrphysik an dem Spiel. Das Force Feedback, die Daten, die es auswirft, was R-Factor 2 auch als Open Source im Prinzip für eine Plattform geboten hat, lange Zeit für Modding, für Customization. Es gibt, glaube ich, nicht wenige Amateurteams, die sagen, ja, wir fahren hier einen Formel-3-Wagen, den haben wir uns ins Spiel programmiert und wenn wir hier irgendwie, ich weiß nicht, was austesten wollen oder einen Flügel dran schrauben wollen oder, dann ändern wir im Prinzip einfach unsere Fahrzeugfiles und können so auf relativ kostengünstige Weise Entwicklungsarbeit betreiben. Ja, das sind alles Kleinigkeiten, wo jede oder viele andere Simulationen, ich nehme jetzt mal iRacing gerade als Beispiel, Ja. iRacing ist super starr. Ja, was nicht in iRacing drin programmiert ist oder mit einem Plugin irgendwie enabled werden kann, funktioniert einfach nicht. Stichwort Live-Telemetrie von Reifen und so weiter und so fort. Ne? Da hat R-Factor 2 eigentlich aus meiner Sicht einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil. Die negativen Punkte haben wir schon alle angesprochen. Usability, Stability, Gaming, User Experience. Ne? Das Das ist ist wirklich nicht. katastrophal, Michi. Also da muss ich dir sagen, so positiv das ist, ne? Aber alter Verwalter, das nur einzurichten ist einfach, da musst du ein halbes Quantenphysikstudium abgeschlossen haben. So, das war mein Job, als ich in das Team für die Le Mans Virtual 2020 kam. Ich habe in den ersten 2 Tagen nichts anderes gemacht, als 6 Stunden lang entweder per Remote Control oder per Direktanweisung die Simulation ins Laufen zu bringen für unsere Jungs. Und das Ah. war der Grundstein, warum wir überhaupt gefinisht haben. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, wir können das Rennen starten, spätestens beim ersten Driver Swap sind wir DNF. Ja. Ja, und am Ende sind wir unfallfrei durchgefahren und Zehnter geworden. Aber das spielt absolut eine Rolle. Also ich kann darüber auch nicht hinweglächeln und auch meine 7000 Stunden Spielzeit helfen nicht immer bei diesen Themen. Nee. Also ich entsinne mich, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Danke dir auf jeden Fall nochmal. Ich habe auch mit einem R-Factor Pro mein R-Factor eingerichtet, weil LFM das damals auch mit dazugeholt hat für Daily Races. Ich bin das nie gefahren. Kann ich verstehen, leider. Ich, Kann ich leider verstehen. also es war einfach, also die 1,5 Stunden habe ich den Menschen kennengelernt und das war wirklich ein fantastischer Mensch. Und danach habe ich das, nee.
Ich habe mir sogar den ganzen Content gekauft, so für GT3s etc., aber nee. Ich habe es auch einfach nicht mehr übers Herz gekriegt, weil ich dann nachher einen neuen Rechner gekriegt habe und ich habe mir gedacht so, nee. Will ich da nochmal rein? Ja. Also, ich weiß nicht, wie viel Vorlagenordner. Ich glaube, es gab irgendwann bei mir mal so eine ganze Checkliste an. Hast du das gemacht? Hast du die Mirrors gefixt? Hast du die Einstellung? Hast du das in der JSON geändert? Hast du das? Ja. Es lief eine ganze Kaskade an Dingen, an potenziellen Optimierungsquellen, möchte ich mal sagen. Die lag da bei mir auf meinem Rechner bereit. Und ja, es ist unfassbar traurig. Ich habe diese Simulation quasi in den ersten Monaten, nachdem sie veröffentlicht wurde, sofort genossen eigentlich und auch immer vergöttert ein Stück weit. So wie die iRacing-Fanboys gibt es mich als R-Factor 2-Fanboy, da mache ich gar keinen Hehl draus, das ist einfach so. Und trotzdem bin ich auch so auf einem Auge auch ein bisschen sore, weil klar, wenn R-Factor 2 die Reputation hätte wie iRacing, dann wäre content-technisch für mich natürlich wahrscheinlich schon mehr drin gewesen. Und trotzdem hat es für mich aber, war für mich nie eine Diskussion, da davon wegzugehen, weil einfach die Driving Experience als solche aus meiner Sicht schon extrem weit oben war. Ja? Muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe mich auch an iRacing versucht, spätestens als dann mit dem neuen F1 Mercedes der Netcode so katastrophal wurde, dass man sich quasi schon so Side-by-Side trotzdem in die Karre gefahren ist, war das Thema für mich mehr oder weniger auch erledigt an der Stelle. Ja, du, ich glaube, das ist so die Quintessenz, die ich immer aus solchen Gesprächen mitnehme. Sie haben alle ihre Krankheiten und sie haben alle ihre positiven Seiten. Ja. Und jeder kann sich aussuchen, in welchem Meer er schwimmen möchte. Das ist eine sehr realistische und eigentlich sehr zutreffende Ansicht, ja. Ich bin auch der Meinung, dass die beste Rennsimulation wäre eine Kombination aus allen. Ja. Ja. Da sehe ich dich. Mit dem Multiplayer von iRacing, mit der Fahrphysik von LMU RF2, mit der Grafik von, ich sag mal, damals Project Cars oder jetzt ACC. Und den Sounds von Raceroom, glaube ich, wären wir top aufgestellt. Aber meinst du nicht, die Sounds von LMU sind besser? Also ich habe noch nie besseres Sounddesign gehört, bin ich ehrlich. Ich habe Raceroom schon lange nicht mehr gespielt, deswegen bin ich ad hoc jetzt überfragt. Es stimmt, die Sound Experience, die wir in Le Mans Ultimate haben, ist definitiv Next Level. Bin aber der Meinung, dass da Immersion-technisch noch ein bisschen was gehen würde. Ja, und im Auto selber könnte noch ein bisschen mehr, richtig, mehr Zirkus sein. Exterior-Cams, keine Frage. Ja. Also so ein Ferrari Hypercar von außen, das knallt schon richtig, ja. Ja, und der Cadillac klingt auch mal wie ein Cadillac von außen. Ja, ja. American Muscle Car at its best. Ja, das stimmt schon. Ja. LMU, da bist du ja jetzt, also fährst du größtenteils, so zu 90%, fährst du LMU aktuell? Ja, kommt im Moment, denke ich, hin, ja. Also fährst du auch die ganzen jetzt Daily Races und Endo-Rennen etc. pp., da bist du auch drin, ja? Hauptsächlich Weeklies und Specials, ab und zu mal einen Tag auch Dailies, ja, aber vom Prinzip her auf jeden Fall, ja. Fährst du alles durcheinander oder hast du dich auf ein Auto niedergelassen? Ich habe schon einen Hang zu den Hypercars, definitiv. Im Hypercar-Bereich dann auch eher Ferrari, Toyota, also alles, was LMH ist, weil die auf der Bremse kann man mehr attackieren. LMDH hat andere Vorteile, aber auch andere Kruxen, ist das die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Die Krux bei einem LMDH ist einfach, wenn du mit leerer Batterie an die Box fährst, ist das Rennen vorbei. Es ist keine Chance, einen Jumpstart aus deiner Pitbox zu machen in einem LMDH, ohne dass deine Batterie noch ein bisschen Saft enthält. Das Thema hat es bei den LMHs einfach nicht. Ist aber nicht der Hauptgrund, warum ich die nicht fahre. Es ist einfach so, die LMHs sind, wie gesagt, auf der Bremse kann man sie aggressiver fahren, sie sind da stabiler und von außen betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Ferrari 499P auch absolutes Schmuckstück. Toyota ist es. Der ist es einfach. Der Toyota ist halt viel kürzer als alle anderen. Der ist schon geil. Der sieht so richtig bullig noch aus. Das ist nicht so eine Flunder, so eine geleckte Flunder, finde ich persönlich. Der ist schon, mir gefällt das Bullige nicht so sehr dran. Ich finde diese ganzen Shark Fins und die Flaps und die Edges am Ferrari, die finde ich schon geil. Okay. Du, das ist ja am Ende persönliche Präferenz, ne? Genau, ja. Ja. Also ich bin immer Toyota gefahren, wenn ich denn fahren konnte. Ich bedauere es immer noch sehr. Bin ich wirklich ehrlich. Ich hatte
am Anfang sehr viel Spaß und dann gab es halt die Probleme mit dem Triple Screen und der Ja, Auflösung. ja. Und ich habe es halt auch immer noch nicht geschafft, du brauchst ja diese, wie sagt man denn, du brauchst eine gewisse Anzahl von Rennen, damit du Ja. deine, wie sagt man, das so eingerankt Das wirst, ne? Safety Rank, ja. Genau. Und ich bin fünf davon gefahren, eins beendet, vier davon sind die Rennen gecrashed. Und ich sitze immer davor, weißt du, und denke mir immer so, oh, ich möchte ja LMU fahren. Also ich will das halt wirklich fahren. Aber du hast halt irgendwann auch keine Motivation mehr, das denn anzumachen, wenn du ins Rennen gehst und da crasht es. Ich hatte zum Beispiel Ja. so ein langsames Menü, ich hatte nachher irgendwann nicht mehr Lust, den Reifendruck anzupassen. Habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, Chat, Hauptsache wir können fahren. Diese Thematiken, die habe ich auch alle durch. Da gab es damals auch kein Patentrezept. Das war wirklich flip a coin und hofft, dass er auf der richtigen Seite liegen bleibt. Ja. Wir könnten uns jetzt wieder in die Richtung begeben: User Experience, Duty 397 Games und so weiter und so fort. Ja. Ich sehe jetzt aber mal davon ab. An der Stelle vergisst man leider gerne zu sehr, und das ist schon allzu menschlich, das geht mir auch so, dass das Spiel nach wie vor im Early Access ist. Ja, das ist keine fertige 1,0 Version, VR funktioniert wieder nicht, wurde jetzt glaube ich auch nochmal delayed, wenn ich Ja. den LMU-Clip da richtig verstanden habe. Das sind viele Baustellen. Das sind sehr viele Baustellen. Und das braucht man auch gar nicht schönreden. Nichtsdestotrotz fände ich es an der Stelle jetzt falsch, da einfach zu sagen, so, ich lehne mich jetzt mal zurück und warte mal bis Mitte 25, bis die Kollegen sich da mal mit der V1.0 um die Ecke bewegt haben. Ja, und ich glaube auch, dass die Community einen sehr wichtigen F&E-Charakter oder einen sehr wichtigen Research and Development Anteil daran trägt. Es ist ja kein Zufall, dass diese Game Crashes dann mittlerweile mit einem Report Logger, wenn er denn funktioniert, an Studio 397 zurückgehen. Aber das ist halt auch wahnsinnig wichtig, weil egal wie groß dein Entwicklerteam ist, seien es 20 Leute, 40 Leute, 80 Leute, es ist am Ende der zweite oder dritte Kunde, der eine Systemkonfiguration hat, die einfach anders ist als alles das, was du Ja. vorher getestet hast. Und da ist leider so ein bisschen der Hund begraben. Das Game ist sehr, sehr ressourcenintensiv. Und auch ich habe einen High-End-Rechner, der da durchaus an seine Grenzen kommt. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn jemand da auf einem Low-Budget-Setup unterwegs ist. Und da, glaube ich, müssen wir auch, wenn ich es mal vielleicht auf die große, auf die globale Situation beziehe, da muss die Sim-Racing-Community, glaube ich, auch Spiele, Engine, grafisch, technisch was tun. Dass solche Spiele im Prinzip auch ein Konsolenformat, ja, mit einer limitierten oder mit einer begrenzten Hardware-Performance auch gut und von der User Experience her gut spielbar sind. Ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt das große Himmelslohmer, iRacing kannst halt auf einen scheiß Toaster spielen, ne? Das haben die. Das ist korrekt, ja. Das kannst du auf einen scheiß Toaster halt fahren, so. Und das ist. Also egal, ob die Leute. Also ist es ja auch, das ist ja auch getrennte Lager, ne? Sieht scheiße aus. Kann ich verstehen, wenn Leute sagen so, na, ist nicht meine Grafik, so. Aber du kannst die Kacke halt auf den Toaster fahren, ne? Also wenn ich mir Das ist überlege, tatsächlich richtig. dass Leute mit einer 1080 Triple Screen fahren, moin. In dem Fall wäre meine böse Zunge jetzt da und würde sagen, das Spiel gibt es halt auch schon seit 2006. Das ist absolut korrekt. Das muss man, darf man auch an der Stelle immer nicht vergessen, ne? Also das Natürlich ist. sind da Weiterentwicklungen gelaufen, keine Frage. Naja. Muss auch sagen, dass das gebe ich iRacing wirklich von der External Cam oder TV Cam. Die Fahrzeuge über den Boden fahren, das ist schon sehr gut gemacht. Finde ich schon sehr real aus. Aber nichtsdestotrotz, das wäre eigentlich auch gleichzeitig einer meiner Kritikpunkte. Da geht seit Jahren nichts. Also iRacing, Rain, wie lange haben sie das proposed? 2 Jahre, 3 Jahre? Dynamic Weather, dann haben sie es nochmal geschiftet. Verstehe mich Ah, nicht falsch, da hängt so viel Geld dahinter. Diese Simulation kostet so viel Geld im normalen Betrieb. Da ja. musst du doch genügend Entwickler da am Start haben, dass du so ein Feature halt anteasest und dann in einem Dreivierteljahr fertig hast. Wusstest du, dass die fast Meine pleite, weißt du, wusstest du, dass die fast pleite waren vor Corona? Meinung. Siehst du? Jetzt weißt du es. Die waren fast pleite vor Corona. Nee. Also Ich ich bin möchte, wie gesagt, ich schockiert. will hier keinen irgendwas in Schutz nehmen, sondern wir unterhalten uns jetzt, ne? Also nicht, Ja, dass ihr da wir unterhalten draußen. uns. Ja. Dass ihr da draußen das jetzt irgendwie missversteht oder so. Hier geht es nicht darum, irgendwas in Schutz zu nehmen. Aber die waren vor Corona, waren die fast pleite. Okay, das überrascht mich ein Stück weit. Also keine Ahnung, ich kenne natürlich nicht die genauen Geschäftsmodelle. Es ist nur
unabstreitbar das iRacing mit Abstand das teuerste und high-premium-mäßigste Angebot ist, was es auf dem Markt gibt. Oh, jetzt müssen wir aber mal kurz R-Faktor und Race Room mit in den Ring schmeißen, wo jeder Shit Können was. wir? Ja, komm, das ist auch nicht viel günstiger, außer dass es da keine monatlichen Kosten gibt. Also, wenn ich überlege, dass ich für Endurance-Kram 250 Flöten hingelegt habe, Ich ja. habe mal einen Guide, ich hab mal einen Guide zusammengestellt, dass du 90% des R-Factor 2-Contents, klar mit Packs und so weiter, für weniger als 400 € erkaufen oder weniger als 500 € kaufen kannst. Ja, gut. Aber wenn wir jetzt den Content nehmen, der da drin ist und denselben portieren würden auf iRacing, würden wir auf denselben Preis kommen. Teurer. Kostet nicht ein Auto, weiß nicht, ob die Strecke oder das Auto 15 Dollar kostet und das andere halt 12. Ja, gut, Ja, aber und da wenn sind wir wir. bei RF2 bei 7 und 5 oder 7 und 6. Aber wenn wir jetzt Road nehmen, wir können ja jetzt nicht Nesca und so noch mit reinnehmen. Ne? Das Also es lassen geht. wir mal. Lassen wir Bleiben lassen wir bei jetzt mal. Road, ja. Also Formula nehmen wir mit rein. Formula Logischerweise. nehmen wir mit rein, Ja, dann GT3s kommen nehmen wir, wir mit rein. dann haben wir bei 400 Latschen haben wir eine Menge Content drin. Haben Mit wir den eine Menge ganzen? Content drin, ja. Ja. Also da wirst du fast alles kriegen, würde ich sagen. Ich versuche, fangen wir mal so an. GT3 auf R-Faktor 2, 13 Stück. Ja. Wir machen mal nicht den Packpreis. Ja, der Packpreis liegt Ja. irgendwo so bei, ich weiß nicht, 53 €, sondern nehmen wir mal diese 13 oder 14 Stück mal her, dann liegen wir bei 60 oder, ich weiß nicht, Da bist du 65 Euro. günstiger. Da bist du auf jeden Fall günstiger, ja. Aber wäre das nicht dann bei jedem anderen Auto auch so? Warum? Aber was kostet ein LMP2 auf. Selber Preis. Alle Dinger kosten gleich. Außer es Richtig, sind ja. Legacy-Fahrzeuge. Und bei RF2 genauso. Ja, und jetzt Ich musst du meine, aber. jetzt können wir zählen. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt 40 Strecken, haben wir nicht, wenn wir 20 Strecken und 15 Fahrzeuge oder 30 Fahrzeuge haben, Ja. hast du bei RF2 halt den Betrag X weg und auf iRacing an derselben Stelle. Okay, ich meine, irgendwann kommen Boni dazu, dass du 20% aufkriegst, wenn du halt schon so Ja. und so viel Ding Es. hast, aber. Also am Ende kann ich dir sagen, es ist teuer. Alle sind teuer. Wirklich. Also, wenn du dir Ja. jetzt, ne, also, das ist am Ende, und da hast du recht, wirst du bestimmt günstiger bei wegkommen, aber für 400 Latschen kriegst du halt auch eine Menge. So, für 400 Keine Latschen. Frage, Für 400 keine Frage. Latschen kriegst du richtig viel. Es gibt ja nicht mal 13 GT3 Autos. Davon mal abgesehen. So, Okay. da hast du denn vielleicht 7 oder 8, die aktiv gefahren werden. Ne? So, und du kaufst ja dann noch nicht alle, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ist alles teuer. R-Faktor ist teuer. Absolut. Race Room ist teuer. Ich hab nur tatsächlich, ich will nur von einer Befürchtung sprechen, aber ich denke, dass sich alles über kurz oder lang hinter einem Subscription-Modell Ja. verstecken wird. Und das finde ich auch gut. Ich finde es auch in Ordnung. Ich finde es okay. Wir sind in unserem Bereich einfach nicht so, dass wenn da ein Auto auf dem Markt ist und es kaufen so und so viele Leute, dass du deinen Laden davon am Laufen halten kannst. Ja. Es überrascht mich insofern nicht, dass du sagst, dass iRacing mal kurz vor der Insolvenz stand. Wenn man bedenkt, dass iRacing vermutlich bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich sich nur um iRacing an sich als Service gekümmert hat. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, hätte Studio 397 das mit R-Factor 2 gemacht, dann wären sie nicht mehr in der Lage gewesen, das damals von Easy abzukaufen. Muss man, glaube ich, auch ganz klar dazu sagen. Ich glaube, wenn man sich die Sales und die Spielerzahlen anguckt, auch jetzt bei LMU, ja, da war jetzt mal eine schöne Finanzspritze dabei, aber das wird safe nicht reichen, um Nee. 40, 50 Entwickler über ein Jahr lang zu beschäftigen. Deswegen ist auch wichtig und ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass iRacing da auch im Hintergrund Services verkauft. Deswegen ist, glaube ich, aber wichtig, dass diese Firmen auch breit positionieren, klar, in das eigene Produkt investieren und da entwickeln, gleichzeitig aber auch Entwicklungsarbeit als Dienstleister, als Subunternehmer leistet. Das, denke ich, wird das einzige Geschäftsmodell sein, was funktioniert, hybrid, wie so oft. Du, ganz, also ich weiß es auch nicht genau. Ich habe mich ja erst mit iRacing seit letztem Jahr ein bisschen mehr beschäftigt, weil für mich war es auch mal dieser teure, abgefuckte, so das, was man viel hört im Internet. Meine Einstellung ist diesbezüglich ja viel neutraler geworden, also zu allen Sims, nicht nur zu iRacing. Und ich habe das auch tatsächlich erst mitbekommen, ich glaube vor 2 oder 3 Monaten, dass sie vor Corona das fast Licht aus war. Und Hart. das hat mich schon gewundert, weil jetzt gerade, also ich verfolge das ja, also ich mache auch Videos zu den ganzen Patches, also zu jeder Sim, was so Neues kommt, weil die stocken gerade halt richtig immens ihr Personal auf.
Ne? So wie du halt selber auch gerade schon gesagt hast, dass es ganz gut wäre, dass das passieren würde. Und jetzt haben sie sich, glaube ich, wieder gefangen so ein bisschen. Aber die Spielerzahlen sind auch insane hoch. Die sind. Ja, die haben natürlich durch Corona ein brutales Wachstum hingelegt und schaffen das auch, die Leute da bei der Stange zu halten. Also ich meine, darf ja selber nichts sagen. Ich lauf auch alle 2 Jahre am Black Friday mit dem Kappen durch die Gegend und renew meine iRacing-Subscription für 2 Jahre und ziehe dann drüber her, dass es teuer ist. Aber am Ende des Tages ist halt, you never know. Es könnte sein, dass ich in einem halben oder dreiviertel Jahr plötzlich iRacing stream und dann da, keine Ahnung, im Prinzip da weitermache, wenn LMU nie das wird, was mir alle hoffe, was es wird. You never know. Und in dem Zusammenhang, ich glaube, es ist auch, du als Content Creator hast gerade angesprochen, du versuchst alle Plattformen und News und Patches soweit abzudecken. Und das ist genau der Punkt, an dem ich jetzt auch bin, ja, wo das Team letztes Jahr auseinandergebrochen hat, war für mich klar, okay, ich wollte eigentlich nie gezwungen ein Stück weit in diese sportliche Pause oder sportliche Misere reingehen. Ich wollte das schon auch selber entscheiden, wann es für mich da genug ist. Aber externseitig, muss ich sagen, habe ich halt jetzt so ein bisschen den Innovationsdruck gehabt und mir auch gesagt, okay, in welche Richtung gehen wir denn? Und ich stelle im Moment gerade auch viel am Content um, probiere neue Dinge aus, versuche mich da weiterzuentwickeln. Und insofern möchte ich es gar nicht ausschließen, dass, so sehr ich auch über iRacing, den Netcode und viele andere Kleinigkeiten herziehe, dass ich mich trotzdem auf der Plattform irgendwann mal wieder blicken lasse. Ja. Also ich habe, Michi, ich habe vor letztes Jahr im August habe ich mit ACC aufgehört. Und ich habe nicht die richtigen Worte gefunden für das Weggehen von ACC, warum es mir persönlich keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ich habe sehr viele Menschen damit verärgert. Auch verständlich, ich habe wirklich eine sehr große Community, die in iRacing unterwegs ist. Das hat wirklich bei mir 3 Monate in meinem Kopf hat das gedauert und sehr viele Gespräche mit Menschen, wo ich selber festgestellt habe, am Ende ist es wirklich scheißegal, wo wir fahren. Hauptsache, wir feiern unser Hobby. Weil, ne, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerade kein iRacing fahren, dann fahre ich halt LMU die ganze Zeit. Und ich muss ja jetzt nicht, weißt du, ich sitze in den Autos nicht drinne. Ich habe keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Ne? So, ich kann mich jetzt mit Fahrern hinsetzen und wir reden über Sitzposition und dann kann mir einer sagen, so, ey, hier ist vielleicht das nicht richtig und das nicht richtig. Und dann sitze ich da immer, ja, ich bin die Autos nie gefahren. Ich habe keine Ahnung, wie sich ein LMDH anfühlt. Ich weiß, wie die sich anhören. Das kann ich feiern. Das ist es ja, weißt du, habe ich gehört, fand ich geil, das hört sich richtig gut an, so. Aber wie die Dinger sich fahren, pff, ich bin ganz ehrlich mit dir, 99,9% der Menschen, die diese ganzen Sachen da fahren, oder sagen wir mal 90%, so mal ins Blaue geschätzt, haben gar keine Ahnung, wie sich das anfühlt oder was überhaupt passiert im realen Leben. Safe, also habe ich auch nicht. Ja. Ich bin dieses Jahr mal ein 24-Stunden-Kartrennen gefahren. Das ist so das höchste der Gefühle, was mich mit realer Rennsporterfahrung verbindet. Ne? Oh, geil, wie war's? Krank, aber geil. War das so eine private Runde oder wie bist du da Nee, reingekommen? es war mein ehemaliger Teamchef, mit dem ich immer noch einen sehr guten Kontakt pflege. Ja. Die fahren privat in Dänemark eben eine volle Meisterschaft, Langstrecke, 6, 8, 12, 24 Stunden. Und Was? normalerweise haben sie 2 Karts, sind so zu siebt oder zu acht meistens, und dann reicht es so. Aber bei dem einen 24-Stunden-Rennen, die Strecke ist extrem anstrengend, ist wie so ein Hungaroring im Prinzip, mit einer Geraden, wo du mal so ein bisschen durchatmen kannst. Da brauchen sie in der Regel 6 Leute pro Kart. Und da hat er sich dieses Jahr unter anderem auch bei mir mitbedient und gesagt, komm her, wir fahren hier ein 24-Stunden-Kartrennen. Bin nach Dänemark gefahren für ein Kartrennen. Geil. Das war geil, ja. Oh, das stelle ich mir richtig cool vor. Es ist total abgespaced. Also du hast das ein oder andere 24-Stunden-Rennen im Sim schon erlebt. Ja. Nachts zu fahren ist immer ein bisschen speziell. Ja. Aber ich habe mich dabei erwischt. Ich hatte dieses Jahr ja, Aufgabe oder Ehre, Nachtsdienst zu fahren. Von, glaube, es war von 1 Uhr bis 2 Uhr nachts. Ja. In der Nähe vom Polarkreis. Ziemlich um den Tag herum, wo der Tag auf der Nordhalbkugel am längsten ist. Warte mal, Dänemark, Polarkreis, da fehlen aber noch 1000 Da Kilometer. fehlen noch 1000 Kilometer, Ja. aber du hast trotzdem Dämmerung bis nachts um halb Ja, eins ja. und um halb vier wird es halt wieder hell, ne? Ja. Also es war total abgespaced dann in dem Nachtsdienst von 1 bis 2 oder 1 Uhr bis 2 Uhr, wo du dann so batteriebetriebene Beleuchtung nach vorne, es war
keine Ahnung, kleine Taschenlampen oder whatever. Mit dem Fahrradblinklicht hinterm Sitz, wo du so dein Kart das mit ausstatten müssen, dass du dann auch nur irgendwie gesehen wirst. Und das war schon so ein bisschen der Moment, wo ich gedacht habe, Junge, was machst du hier eigentlich? Ist krank, aber geil. Krank, aber geil. Das stelle ich mir richtig schön vor. Vor allen Dingen, wenn du so eingeladen wirst, weißt du, kriegst halt so einen Anruf, du sag mal, Michi, 24 Stunden Kart fahren? Hä? Also das war tatsächlich schon von ein bisschen länger geplant. Ich hätte es vorletztes Jahr auch schon machen können, sollen, wollen, wie auch immer. Das ging aber beruflich nicht. Dadurch, dass ich im Controlling arbeite und Monatsabschluss halt in einem Konzern immer zeitlich eng getaktet ist. Und damals war das Rennen, glaube ich, in der ersten Juliwoche. Ich Ja. habe gesagt, kann keine 3 Tage frei nehmen. Es geht einfach nicht. Dieses Jahr ging es, weil es Ende Juni war. Und insofern war es schon von langer Hand geplant. Aber das generelle Setting, ja, du fährst da, was weiß ich, 12 Stunden hoch. Ich bin noch mit einem anderen deutschen Simracer mitgefahren. Du fährst da 12 Stunden hoch. Fährst dann das Rennen, während Dänemark gegen Deutschland im Viertelfinale Fußball-EM spielt. Fährst du dieses Rennen da und hat einfach als Event, als Erinnerungen, auch als Gaudi, einfach ja, schwer zu beschreiben. Hat mit Simracing nicht viel zu tun. Falsch. Hat mit Simracing sehr viel zu tun. Die körperliche Komponente nicht, aber das Fahren an sich in einem Kart, in einem modifizierten Kart, wo du gegenüber den anderen Leihkarts ein bisschen schneller bist. Du hast dieselbe Antizipation von Traffic, von wo kann ich meine Nase reinhalten und so weiter. Ist same, same. Also das war überhaupt keine Umstellung so. Klar, am Anfang schon eine Umstellung, weil es halt nicht einfach so, okay, Kart abstellen, Escape drücken und es stehst wieder in der Garage. Sondern halt wirklich drauf aufpassen, dass auch dir selber nichts passiert. Ja. Ja, geil. Ja, Das war schon geil. aber dann, weißt du, jetzt auf der anderen Seite mal eine kritische Gegenfrage. Vorhin Ja. sagen, naja, wir haben das beste Reifenmodell jetzt in LMU, aber woher weißt du das denn? Okay, 1 zu 0 für dich. Wirklich wissen tue ich es nicht. Aber ich sag mal, lass mich die Aussage vielleicht ein bisschen verfeinern. Wir haben das Ja, beste bitte. Sim-Racing-Reifenmodell ever. Im Sim-Racing-Kontext. Sprich, so wie wir erwarten würden. Das sind ja alles nur Grundmaßstäbe. DTM fährt ohne Reifen, Tire-Warmers, glaube ich. Ja. Hat damals auch bei den Prototypen schon. All das, was du da gesehen hast, sehe ich jetzt auf LMU wieder, wenn ich mit dem Hypercar hier aus der Box rauseier. Ja? Und das sind die Bewertungsmaßstäbe, sage ich mal, die wir am besten anwenden können. Natürlich müssen wir uns auch so ein bisschen drauf verlassen, was die ganzen Top-Profis, also ein Moritz Löhner zum Beispiel, der schon Rennerfahrung hat, oder ein Lauren Heinrich oder auch ein Daniel Murat. Natürlich müssen wir uns daran mit orientieren, was uns die so an Feedback geben, sagen, das Auto ist richtig oder das fühlt sich wirklich so an oder die iRacing-Bremse ist genauso wie in Real Life oder halt eben nicht. Aber ich sage jetzt mal, die Aussage, dass wir da das beste Sim-Racing-Tire-Model haben auf LMU, basiert einfach auf dem, das Tire-Model an sich kann. Ja, iRacing, sobald du einmal die Reifen überhitzt hast, ist halt fertig. Ja, das stimmt. R-Faktor 2 geht in dieselbe Richtung, ist aber nicht so diversifiziert. In R-Faktor 2 spielt die Reifentemperatur so gut wie gar keine Rolle. Da geht es nur um Reifendruck. Aber auf LMU hast du wirklich das Thema, die Reifen können zu kalt sein oder die Reifen können zu heiß sein. Und beides fühlt sich irgendwie anders an. Der kalte Reifen untersteuert zu hart, der heiße Reifen übersteuert zu hart. Und so bist du einfach in der Lage, also, vom Feedback des Fahrzeugs sehr gut einzuschätzen, wo sich dein Reifenfenster gerade bewegt. Ja, auch wenn die Anzeige der Reifentemperatur relativ verwirrend ist oder vielleicht nicht straightforward, man findet einen Sweet Spot. Ja, wenn die tatsächlich immer grün sind, auch quasi in den Kurvenfahrten immer nur gelb-orange werden und dann relativ schnell wieder auf grün zurückkommen, weißt du schon eigentlich, dass du dich mit dem Reifentemperatur in einem guten Fenster bewegst. Und dann ist einfach so, sowohl iRacing als auch R-Factor 2, finde ich, hatte einfach immer die erste oder die zweite Runde ist die beste und danach gehen die Zeiten einfach, also da bist du mal eine Sekunde oder anderthalb off. Und der Endurance-Reifen von Le Mans Ultimate, der ist schon sehr konstant. Also du hast schon den Peak in der Performance ganz am Anfang des Stints,
fällst dann auch mal eine halbe Sekunde ab, aber die Zeiten kommen am Ende des Stints dann wieder zurück. Also da hebt sich wirklich der Fuel-Effekt so ein bisschen mit der Reifenabnutzung so ein Stück weit auf. Und da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, das macht dann auch Sinn, den Tire zu double-stinten, weil wenn du dann nochmal Fuel drauf gibst, klar, bist du erstmal anderthalb Sekunden off, aber auch dann kommst du wieder zurück, wie gegen Ende des ersten Stints. Und da muss ich ganz ehrlich einfach sagen, da hat Le Mans Ultimate, was das Tire-Modell in der Anzahl der Features und wie die Features in Anführungsstrichen drauf funktionieren, aus meiner Sicht schon einen Maßstab gesetzt. Okay. Um deine Frage zu beantworten. Ja, das finde ich gut, dass du das nochmal ein bisschen klassifizierst, weil ich finde, wir sind immer ziemlich schnell unterwegs mit, das ist das Beste, weil der das gesagt hat. Und da gibt es dann meistens immer nicht wirklich eine Ausführung. Weil jetzt für mich klingt das eigentlich ziemlich cool und verständlich, warum du diese Aussage triffst. Das mag für viele anders sein. Wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, dass ich nie in einem Hypercar gefahren bin, dass ich nicht weiß, wie sich diese Reifen tatsächlich in Real Life so verhalten. Aber ich war letztes Jahr in Spa beim 6-Stunden WEC-Rennen dabei. Da war es ja unglaublich kalt. Mhm. Und wenn du da gesehen hast, wie die Fahrer aus dem Hypercar auch da am Struggeln waren, aus der Box raus, muss ich sagen, habe ich schon einen recht hohen Wiedererkennungswert zu dem, was wir jetzt auch in der Simulation sehen. Das ist ja auch gut, weil dadurch nimmst du ja deine Erfahrungswerte mit, ne? Also, das ist ja, ich glaube, man sollte das immer so sagen, man sollte die Maßstäbe für sich setzen. Weil, also, das, was du gerade schon gesagt hast, die ganzen Fahrer, ne? Also, wenn ich das jetzt mal mitnehme aus den ganzen Gesprächen, die ich so geführt habe, das ist ja alles ein Kleinkrieg so, weil der Daniel Mohr sagt, Mercedes in iRacing ist der Shit, ne? Bremse entspricht GT3. So, jetzt kommt eine Moritz Löhner und sagt, die Bremse in ACC ist völlig real. Und ich sitze immer dazwischen und denke mir so, ey, Jungs, ehrlich, I don't care. Weil ich weiß es eh nicht, wie sich das anfühlt. Ja. Ob du mir das jetzt sagst oder nicht. Es gab ja bei LMU zum Beispiel Grosjean. Der ist ja der fährt ja jetzt gerade den Lamborghini. Den Lambo. Ja. Und der sitzt in dem Video da und sagt, das fährt sich wie original. Ich steige in das Auto ein, fahre das. Ich denke mir so, na viel Spaß, Alter. Wenn du das fahren musst im realen Leben, na dann Prost Mahlzeit. Dann hast ich habe mir zu der Aussage extra Videos von Lamborghini auf Sebring angeguckt. Ja. Das Auto willst du nicht fahren. Es hüpft durch die Gegend. Ja. Und insofern gebe ich ihm recht. Es scheint so zu sein. Aber du hast was sehr Treffendes gesagt. Es ist eigentlich alles, was wir sagen, egal ob es ein Jimmy Broadbent ist, ob du das bist, ob ich das bin, ob es ein Löhner ist, ob es ein Daniel Murat ist. Am Ende des Tages ist jede dieser Aussagen 100% subjektiv. Ja. Ich kann dir nicht vorschreiben, wie du etwas zu empfinden hast, nur weil ich denke, dass es so ist. Ja, genau. Aber es ist trotzdem schön, wenn man, also ich sag mal so, wenn man, was ich immer davon mitnehme, beispielsweise, also bei dir nehme ich ja mit, da du ja ein bisschen Connections hast dahin in das Studio, dass du schon ein bisschen Hintergrundwissen hast und damit kann man ja was anfangen. Ne? Ob mir das jetzt am Ende liegt oder nicht, das spielt ja erstmal keine Rolle, weil das Teilmodell ist geil, sage ich dir so, wie es ist. Ich kann es nicht fahren. Also ich kann damit halt auch einfach nicht üben, um es schätzen zu lernen, so, weißt du? Ja, da müssen wir was machen. Das ist. Das kommt schon mit der Zeit. Ich reg mich darüber auch gar nicht auf. Das ist wirklich, seitdem das passiert ist, ich kann es ja eh nicht ändern. So, ich habe es probiert, ich probiere es immer wieder bei jedem Patch so. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht, ne? Ja, ja. So, und also nur weil ich jetzt irgendwer im Internet bin oder irgendein Content Creator bin, brauche ich keine bevorzugte Behandlung. Weil andere Leute haben genau dasselbe Problem. Mehr als genug. Absolut, absolut. Ich meine, das ist vielleicht ein Schwerpunktthema aus Anbietersicht. Also Studio 397, glaube ich, tut gut daran, wenn Content Creator das ausprobieren, dass die das issuefrei machen können. Deswegen würde ich sagen, aus deren Sicht ist es schon relevant. Ansonsten gebe ich dir aber vollkommen recht. Das sollte dann am Ende des Tages auch jeder gleich behandelt oder gleiche Prio bekommen. Ja. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass egal wer es ist, ob es einer ist, der die Strecken nur rückwärts fährt oder nur im Pitlimit, aber wenn sein Spiel crasht, hätte ich trotzdem gern von ihm, dass er bei Studio 397 den Log einschickt. Ja. Und dann hoffe ich, dass die eine gute QM-Abteilung haben, die Logs dann auswerten, Häufigkeitsverteilung und so weiter und so fort.
Entschuldigung, dass ich lache. Ich sehe halt nach dem Podcast Leute das Ding rückwärts mit Pit Limit erfahren. Michi hat gesagt, ich soll das machen. Michi hat gesagt, ich soll rückwärts fahren. Und dann siehst du Videos, Michi, ich habe da mal was vorbereitet für dich. Und dann so, das Game crasht. Das geht schnell, ja. Michi. Menschen sind witzig ich weiß, drauf. Oh, don't tell me. Ich weiß nicht, es gibt ja unfassbar viele Memes von mir auch aus irgendwelchen Clips oder aus irgendwelchen Streams, wo ich halt aus der Emotion heraus, also ich erinnere mich, GT3, Le Mans, Qualifying, letzte Saisonrenne, GT Challenge, da ist dieses Ding her. Ja. Und ich fahre Ted Rouge einen Millimeter zu weit die Track Limits raus. Und damals war es so, dass mein Lenkrad, was mittlerweile auch ausrangiert ist, diese Mercedes-Dings da, ja, das hatte einen Wackelkontakt. Das ist dann immer mal, bist du gefahren, dann hast du einen Windows-Sound, düdüm, gehört, und da habe ich gewusst, fuck, sorry für die alles Language, ist der Strom oder halt die Verbindung wieder ausgefallen. Und das, man ist ja dann so, wir sind ja professionelle Menschen oder professionelle Fahrer, wir versuchen Drills für alles zu haben. Ich habe dann am Ende rausgefunden, egal ob das Kabel einen Hau hat oder nicht, es liegt so ein bisschen an der Stromverbindung. Ja. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Mehrfachstecker mit einem On-Off-Switch geschnappt, das Lenkrad an einen External-Powered USB-Hub dran gehangen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich den Ton gehört habe, oh, Strom aus, Strom wieder an, musste dann 3 oder 4 Sekunden warten und dann war das Lenkrad wieder voll einsatzbereit, weil ich auch keinen Ersatz hatte dafür. Also ich musste einen Drill finden, um das weiter nutzen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin da über die Track Limits rausgefahren, weil ich vorher an meinem Schalter hab rummachen müssen und ich bin des Todes ausgerastet. Mir war völlig egal, dass ich live war. Ich bin des Todes ausgerastet. Ja. Und natürlich findet man das mittlerweile als GIF-Sticker auf Discord und ich weiß nicht wo, überall. Also es ist auch blanker Horror in meinem Gesicht zu sehen. Aber okay, that's the Internet. That happens when du live bist. Ja, du, man kann nicht immer rosige Tage haben. Ich habe letzte Woche, bin ich Indianapolis gefahren, 6 Stunden, Multiclass. Ich habe auch kurz einen kompletten Ausraster gehabt. Also, je nachdem, was man da in der Situation macht, ist am Ende des Tages auch endswitzig. Also es gibt nicht wenige Clips, die schneide ich zusammen und lach dann erstmal über mich selber. Also ich lache da auch sehr gerne über mich selber, aber naja, manchmal hat man das nicht so unter Kontrolle. Das war so, weiß ich auch nicht. Also da ging mir wirklich alles auf den Sack, alles und jeder. Und ich habe wirklich alles und jeden einfach so, also nicht mit irgendwelchen richtig derben Beleidigungen oder so, aber es war halt wirklich alles und jeder auf der Strecke ging mir auf den Sack. Ob du zu langsam warst, ob du zu schnell warst, ob du links gefahren bist neben mir oder rechts, so alles war scheiße, alle gingen mir auf den Sack. Ja. Ah, das war gut. Das kann unter Umständen auch mal ganz normal sein. Ich hatte auch einer aus meiner Community gesagt, oh, guck mal hier, das Video, und das ist eigentlich ein super Clip. Da musste ich ihm auch sagen, so, das ist eigentlich scheiße, dass es das öffentlich gibt. Weil ich sehe da in Anführungsstrichen aus einer Vorbildsfunktion raus, die man als Streamer ja durchaus hat. Egal, ob das jetzt Driving-Etikett ist oder es mal um ganz profane Sachen geht. Da habe ich gesagt, Brudi, wenn ich könnte, würde ich gucken, dass der Clip verschwindet. Ja. Ja, das gibt's halt mitunter auch mal. Und das ist so, wo E-Sport und Content Creation sich so ein bisschen beißt. Bestes Beispiel, Max Verstappen und seine F-Word-Diskussion am vergangenen Wochenende in Singapur. Ich kann ihn da schon verstehen. Also, natürlich raschten die Fahrer reihenweise aus. Ja. Du kannst ihnen keinen Maulkorb umlegen, kannst auch mir keinen Maulkorb umlegen. Ich verspreche dir, wenn ich 20 Crashes habe, an denen ich schuld bin, ist meine initiale Reaktion im Auto, es sei denn, ich weiß, ich habe einen kompletten Fail-Aussetzer gehabt im Hirn, ist meine erste Reaktion auf dem Stream erstmal den Finger auf den anderen zeigen. 100.000-prozentig. Das ist in der Situation völlig normal. Und es dauert dann manchmal entweder 1 oder 2 Minuten oder halt auch ein paar Tage, bis ich dann irgendwas sage, ja, war mein Ding. Aber wenn du im Streaming drin bist, wenn du unter Adrenalin stehst, wenn du dabei bist, sportliche Leistung zu erbringen, kommt für dich ein Fehler, sich einzugestehen, auf einer ganz objektiven Weise und emotionslos. Das ist unfassbar schwierig. Habe ich auch eine richtige Schwäche drin, würde ich sagen. Also ich sag mal, einmal alle halbe Jahre mache ich das. Einmal alle halbe Jahre. Aber dann muss ich wirklich einen richtig schlechten Tag haben, dass ich mich nicht unter Kontrolle habe, wirklich. Weil ich habe einmal on-stream gesagt, habe wirklich mit Ankündigung jemand aus dem Leben genommen. Eiii.
Mit Ansage. Einmal. Und da war ich den Tag war ich richtig tilt. Also da war ich wirklich maximal tilt. Er hat mir in Suzuka, hat er mich zweimal auf der Gegengerade immer rüber auf den Rasen geschoben. Ja. Aber mit Absicht. Ja. So. Dann habe ich so wirklich gesagt, so weißt du was, Alter, leck mich am Arsch. Wenn du das jetzt nochmal machst, schiebe ich dir einfach raus. Habe ich auch im Stream gesagt. Und der ist fliegen gegangen. So, weil ich habe den dann schon in 130 Jahren, habe ich ihn dann ganz schön eng gemacht und dann habe ich 38 Tage Pause gekriegt. 38? 38 Tage durfte ich bei LFM nicht fahren. Add to the 397, please apply. Ja, auch eine Story zu. Ja, dann habe ich 38 Tage Pause gehabt und bin da mal wirklich so in mich gegangen für sehr lange Zeit. Und ich mache das einfach nicht mehr. Ich sag gar nichts dazu. Ich fahre das Ding runter, ich sag sorry und dann fahre ich einfach. Weil ich kann es nicht ändern. Und mit dem Finger auf jemanden zeigen, bringt nichts. Und wir wissen alle ganz genau, es gibt mindestens 10, 15, 20 Leute, die nur für sowas zugucken, um dir später einen reinzuwürgen. Ja. Und den Leuten, sage ich ganz ehrlich, denen gönne ich das nicht. Und das eine Mal, wo ich das habe, setze ich mich aber auch immer noch hin im Stream, wenn ich aus dem Auto komme, ne, so wie jetzt letzte Woche, und sage, ey Leute, das war scheiße. Ich habe einfach einen schwachen Moment gehabt. So. Ich war gerade nicht her in meiner Sinne so. Ja. Und dann ist das, für mich zum Beispiel, ist das dann gegessen. Ja, aber ich habe wirklich aufgehört, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Weil es ist halt schwierig, weil man sollte zunächst erstmal vor seinem eigenen Garten oder vor seiner eigenen Haustür kehren. Eben. Absolut. Und das dauert manchmal, je nachdem, in welcher Situation man einfach ist, dauert es einfach einen Augenblick. Da ist es dann aber schon zu spät, da ist das Gesagte schon gesagt oder... Ja. Der Kollege schon abgeschossen. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, weil seine Emotionen da zu kontrollieren mit hohem Adrenalin und so weiter, ist halt nicht immer ganz einfach. Ich hatte auch so eine Situation, ich bin irgendwo in LMU für ein Lied gegangen und der Kollege hatte vorher schon alle möglichen Leute einfach links und rechts rausgeschubst. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, ja, also harte Medizin kann ich auch austeilen. Und habe mich dann da daneben gesetzt, schon in dem Wissen, was zu erwarten ist. Ja? Und habe das quasi antizipiert. Und dann ist halt er fliegen gegangen, statt ich. Der Kollege hatte nichts Besseres zu tun, als dann da zu warten und mich zweimal auf gerader Strecke einfach rauszunehmen, obwohl er mich ja eigentlich als Überrundeter dann hätte passieren lassen müssen. Ja. Und ich war aber so frustriert, weil ich auch gesehen habe, es war ja egal, es ging ja nicht nur gegen mich. Er hatte schon vorher vier andere rausgenommen. Ich war so frustriert, dass ich auch das antizipiert habe und dann gesagt, so, und jetzt hängst du an der Wand. Und für ihn war das Rennen dann durch, weil er hat sich ein Hinterrad abgerissen und dann ist bei LMU halt der Motor aus. Ja. Ich habe dafür auch eine Sperre bekommen, zwar nur eine Ein-Tages-Sperre, symbolischer Art, weil ich glaube, Studio 397 hat da schon ein bisschen Probleme, seine, ich sag mal, geringe Kundenanzahl dann auch wirklich auf die Strafbank zu setzen. Der Kollege übrigens auch einen Tag, mehr oder weniger symbolisch aus meiner Sicht. Das Rennen hing mir aber ein bisschen nach, weil ich habe schon in dem Moment aktiv gewusst, was ich da tue. Ja. Und das war was ich nie hätte tun dürfen und nie hätte tun sollen. Der Zuspruch im Stream war erstmal groß, weil alle so, auch Fahrer aus dem Rennen sind nach dem Rennen zu mir gekommen und gesagt, ey, danke, dass du uns diese Thread da vom Leib gehalten hast. Also ich habe für viele auch das Erlebnis quasi mit der Aktion gesichert. Aber ich darf sowas niemals tun. Ja, also da gibt's. Für sowas gibt es eine Rennleitung oder eine Instanz, die das eigentlich sicherstellen muss dann. Ja? Ich kann dir sagen, genau in dem Moment ist das genau andersrum. 10 Leute finden das geil und 90 Leute finden das scheiße. Aber 90 Leute sagen nichts dazu. Aber das werden die sich für immer von dir einprägen. Richtig. Und dann irgendwann, 8 Monate später, hast du eine ähnliche Situation. Du machst einen Fehler, du räumst schon auf und dann kommen sie um die Ecke und sagen, Mitchie Action. Ja, ja. Das ist alles schon erlebt. Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber am Ende, weißt du, am Ende ist man ein Mensch und das kann halt einfach passieren. Ist wie es ist. Also ich sag mal, solange man aus seinen Fehlern einigermaßen lernt, es gibt ein paar Sachen, aus denen wird man vielleicht nie lernen, die sind aber auch vielleicht nicht unverzeihlich. Ja. Da ist dann mit einem klärenden Gespräch danach getan. Ja. Aber am Ende des Tages muss man sich doch jederzeit eigentlich immer bewusst sein, dass man sich auch öffentlich preisgibt ein Stück weit. Ne? Ja. Und es fängt bei einer Meinung an, bei einer Analyse vielleicht auf und hört bei tatsächlichen Aktionen, die dann auch live gespeichert sind, im Prinzip auf. Boah, deine Kamera steigt gerade richtig aus, Michi, Junge. Du siehst gerade aus in 480p, Junge. Hast du... Wahrscheinlich Internet. Ja, das kann sein. Weil es eine 4K, also 480p wäre. Ich wäre sehr enttäuscht.
Nee, also, deine Augen sind schon schwer zu sehen, Michi. Aber das Gute ist, wir haben deine Augenringe jetzt gerade retuschiert. Man kann sie nicht mehr sehen. Man kann, Hervorragend. ja, du Hervorragend. siehst auch eigentlich aus wie ein Pixel mit ein bisschen Blau und Grün. Okay, dann müssen wir. Grün. Das ist schon sehr interessant. Gelb, meine Entschuldigung. Blau, Ah, weiß mal, ich meine ja. Gelb, weiß, was erzähle ich denn? Was für. Ah, ich meine weiß wegen deinem Shirt. Ah, ah, fantastisch. Michi, kennst du unser Minigame im Podcast? ja. Ich muss gestehen, nein. Okay, das ist auch gar nicht Minigame. schlimm. Ich würde es dir gerne erklären. Gerne. Wir haben hier folgendes Format eingeführt mit Tim Heinemann damals. Hier geht es darum, dass der Gast quasi gegen alle anderen Gäste antritt in einem Rennen, wo man Kommentare sammelt von den Zuschauern. Und jetzt ist es so, Okay. du müsstest jetzt am Ende mal eine realistische, was du für dich selber realistisch einschätzt, was du am Ende dieses Videos für Kommentare unten drunter haben wirst. Und dann wirst du sozusagen mit eingerankt. Wir haben das hier mal mittlerweile, also kann man schon sagen, wir müssen Okay. das nur mal niederschreiben. Wir haben eine Kategorie für, naja, ich sag mal, die Leute, die ganz großen Spielerchen sind und dann die normalsterblichen Spieler. Und da du ja nicht Fulltime bist, packe ich dich mal bei den Normalspielern mit rein. Oh, das ist ja Bonus. Bonus, auf jeden Fall. So. Aber du müsstest mir eine Zahl sagen, die für dich realistisch klingt, was du hier in dem Podcast unten drunter an Kommentaren kriegst. Realistische Zahl. Jetzt hast du mich natürlich gepiesackt, weil ich bin von Beruf aus Controller. Das heißt, Zahlen, Daten, Fakten, Analyse, Estimates, Budgets und so weiter. Ja. Vielleicht erkläre ich einfach, was in meinem Kopf gerade passiert. Ja, mach das doch mal. Ich habe eine gewisse Anzahl an Subscribern zurzeit. Ich Ja. weiß, dass etwa 13% davon aus Deutschland kommen. Ja. Ich vermute, dass auch die paar Prozent, die aus Holland, gegebenenfalls Dänemark, Schweiz, Österreich dabei sind, die sich einen deutschen Podcast anschauen würden. Ja. Deswegen würde ich als Zahl, also wenn ich einen Aufruf, ist es mit Aufruf oder ist es, also wer auch immer den Podcast, okay. Nur Kommentare. Nur Kommentar. Ja, nicht Aufrufe. Hier Boah. geht es nicht um Aufrufe. Ja, nein, ich meine, also Aufrufe im Sinne von, Wo die herkommen. das genau. Nee, das ist Also egal. Das wenn ich, wenn ich. Die können ja auch aus meiner Community sein, die Kommentare. Das zählt auch noch mit dazu. Also Sorry. was insgesamt Ich unten drunter steht. bin zu doof. Okay. Ja, aber das heißt, ich dürfte meine Community jetzt auch gezielt auf deinen Absolut. alles. Okay. Ah, du darfst da volles Pfund reinhalten, um deine Zahl zu erreichen, um dich zu platzieren. Ich habe null Bauchgefühl. Das könnten nämlich auch ganz viele sein. Ganz schwierig. Es gibt unfassbar viele Menschen, die nie im Chat sind, nie einen Kommentar hinterlassen, aber alles von dir angucken. Ja, das ist ja das Schöne an dem Spiel. Ja, okay. Okay. Ich, Wir sind ja nun mal wie alle viele Kommentare? Motorsportler und wir wollen ja immer alle Ja. so ein bisschen Risiko. Deswegen gibt es hier dieses Ja. Risikospiel. Dieses Risikospiel. Ja, wahnsinnig Schiss, mich jetzt einfach hart in die Nesseln zu setzen. Also du Deswegen kannst dich werfe nicht, ich also hier mal. haben sich schon einige hart in die Nesseln gesetzt. Also Boris von LFM, okay, der ist mit 1255 Kommentare reingegangen. Da ist der noch nicht mal ansatzweise. Also ich würde mich jetzt mit einer 42. Oh, so? Michi! Ja, ich sag dir, ich werde mich in die Nesseln setzen. Ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich. Das Also, ist es wirklich gibt bei mir keinen. bescheiden. Ich weiß, es gibt. Das ist für mich der realistische Ansatz. Okay. Wobei wahrscheinlich gibt es am Ende des Tages auch mehr Leute, die mich kennen, ohne dass ich weiß, dass die mich kennen. Das kann natürlich gut möglich sein. Ja. Das kommt noch mit dazu. Also, 42, Michi, okay. Eine Null dranhängen würde ich jetzt nicht. Also würde ich Nee. vielleicht mal einen Faktor. Also, ja, boah, keine Ahnung. Schaffen es 100? Halt, stopp. Ist es ein spezieller Kommentar? Oder Nee. einfach nur ein Kommentar Ein auf dem Video? einfach ein Ach so, Kommentar. einfach nur Kommentar. Ja, das muss kein spezieller Kommentar sein. Da würde ich gerne nachschärfen mit 180. 180? Okay, da Ich wird. denke, wenn deine Community und vielleicht auch viele andere, die mich in ansatzweise kennen, aber nicht wirklich kennen und dann da mal reinschauen, Ja. glaube ich, könnte 180 zwar ambitioniert, aber machbar sein. Okay, das nehme ich jetzt so mit. Und am Ende wären es nicht mehr 42. Das Schöne Who ist immer an knows? der ganzen Sache, die 180 ist eine sehr schöne Zahl, mit der man Quatschkommentare schreiben kann. Sowas wie zum Beispiel, ich bin mit 180 über die Autobahn gefahren, währenddessen ich diesen Podcast gehört habe. Und sowas schreibt meine Community wirklich gerne in dem Podcast.
Also damit sie wirklich validieren, dass sie bis hierhin gehört haben. Du meinst eine strategisch clevere Zahl, die 180? Die ist schon strategisch sehr clever, ja. Gerade für Rennfahrer, Autofahrer ist das schon sehr strategisch. Also mein Puls in Side-by-Side-Situation, der kann auch schon mal 180 sein. Insofern wäre ein Michi-Moment auf Guck, jeden Fall. Siehst du, das ist wieder so ein Kommentar, den könnte man schreiben. Ja. Okay, wir loggen 180 ein, Michi. Wir loggen 180 ein. Damit wärst du übrigens damit wärst du bei den normalsterblichen Menschen da hättest du die Nase vorne. Ah. Ja. Echt? Ja. Ja, ich meine, vielleicht hinkt die Competition mit mir unter den Normalsterblichen ein bisschen. Ich weiß es nicht. Nee, nee, nee. Also du Also klar, mit dem Mavix kann ich nicht mithalten, das ist klar. Ja, Noah Eder kannst du auch, das funktioniert auch nicht, aber du würdest dich jetzt direkt mit Tim Heinemann battlen. Interesting. Der hatte 163. 163? Ja. Ah, das ist doch ein, also, an meine Community. An meine Community, Freunde der Sonne, wir müssen jetzt rein, wir ziehen in den Krieg. Der Tastenpeter muss mal hier ein paar Kommentare da lassen, ja. Ich bin gespannt, also ich lasse mich überraschen. Wenn das nicht stattfindet, Michi. Ja. Dann bist du mir ein Endo-Rennen schuldig. Du und ein ich, Endo-Rennen? Ja, in LMU aber. Wenn das möglich ist. Das ist möglich. Das können wir als Koop machen. Das können wir aber auch, sobald sie irgendwann mal um die Ecke kommen mit Driver Swap, auch gerne real machen. Wir können auch gerne beides machen. Aber wenn du das nicht erreichen solltest und jetzt müssen wir beide noch aushandeln, was für einen Zeitraum wir machen. Also... Ich würde... Das klingt gerade... Also ich kenne Wetten, das. Es klingt gerade so wie mein Wetteinsatz. Aber... Ich muss ganz ehrlich gestehen, ein Endo-Rennen mit dir zusammen wäre für mich keine Strafe. Es soll ja auch keine Strafe sein. Okay. Nein, okay. Hier geht es nicht darum, dass es eine Strafe ist, sondern es wäre quasi, sagen wir, es ist ein Anreiz. Weil ja. Wenn du es schaffst, machen wir es trotzdem. Aber das ist egal. Das müssen ja die Leute da draußen nicht wissen, okay? Das müssen ja, die das Leute passt. Nicht wissen. So, das, also ihr habt das jetzt auch nicht gehört, okay? Gut. Aber so kann man das halt so ein bisschen spielerisch verbinden. Ich finde das immer ein bisschen netter als einfach, weißt du... Willst du Rennen fahren? So, verstehst du? Guck mal, jetzt haben wir beide so eine... haben wir einen Deal. Genau, jetzt haben wir einen Deal und das klingt ein bisschen schöner. Und dann ist die Story dahinter, wenn wir ein YouTube-Video machen, viel schöner. Ja. Als, willst du Rennen fahren? Ja. Ja, ist halt so. Was willst du denn machen? Guck mal, denn das war jetzt ein Koop-Rennen fahren. Du nimmst deine Hälfte bei dir auf deinem YouTube-Kanal und ich nehme auf meinem YouTube-Kanal die andere. Ja, so, Dizzy hat mir bei Discord geschrieben, willst du Rennen fahren? Und dann haben wir das gemacht. So, jetzt können wir sagen, wir waren im Podcast und wir haben das gemacht und dann hat das nicht funktioniert. Und dann, verstehst du, viel geiler. Ja. Ja. Fantastisch. Auf jeden Fall. Michi, eine Sache habe ich aber trotzdem noch jetzt am Ende. Und zwar, ja. Der Gast schließt immer den Podcast ab. Das heißt, du hast heute die letzten Worte und du schließt die Bude hier ab. So. Ich rede aber vor dir, also du hast jetzt genug Zeit, darüber nachzudenken. Also, weil meine Verabschiedung geht eine Minute, zwei und ich denke, du bist so redegewandt, dass du das in der Zeit hinkriegen solltest, oder? Ja. Gut. Im Zweifel überziehe ich. Ja, du kannst meinetwegen auch überziehen. Du kannst meinetwegen jetzt auch eine halbe Stunde das Ganze machen, wenn du da Bock drauf hast. Ach, so eine Laudatio halten, das wäre auch geil, ne? Gut, aber dann lass mich bitte vorher noch eine neue Flasche zu trinken holen, bitte, weil ich habe nämlich nichts mehr. Nein, alles gut. Wir kriegen das in zwei Minuten. Du kannst auch länger lassen. So. Das ist, mach wie du möchtest. Ich dachte, nur zwei Minuten hast du jetzt Zeit, weil ich sage jetzt tschüss. Ja. Ich würde jetzt nämlich zum Ende kommen, weil ich fand den Podcast heute sehr, sehr schön, Michi. Also schön mal von dir gehört zu haben. Schön mal mit so ein bisschen in deinen Kopf zu gucken, wie der so funktioniert. Da waren echt spannende Themen dabei. Und ich finde, wir haben das sehr gut miteinander hingekriegt, gemeinsam zu lachen, aber trotzdem auch über was Ernstes zu reden. Und auf jeden Fall, ja. Was ich noch viel, viel schöner fand und was für mich immer sehr wichtig ist, du kommst aus dem Lager, ich komme aus dem Lager, aber irgendwie machen wir doch alle dasselbe. Und das habe ich heute hier festgestellt in diesem Gespräch. Und das fand ich sehr schön. Das hat mir sehr das Herz erwärmt, dass wir, egal in welchem Lager wir sind, trotzdem zueinander gefunden haben. Es gibt eine Schnittmenge. Genau. Und die ist größer, als man meistens denkt. Ja. Und wir haben uns heute in der Schnittmenge aufgehalten. Und ich hoffe wirklich sehr, Michi, dass wir uns in LMU sehen und ich dann wirklich das Reifenmodell mal testen kann, um rauszufinden, ob es denn wirklich das beste Reifenmodell im Simracing ist.
Ah, und schon wird meine Aussage wieder Nein, absolut gar gejudged. nicht, weil du sie mir ja erklärt hast und ich Ich habe es dir erklärt, ja, aber jetzt musst du es auch fühlen, was ich dir erklärt habe. ja, ich, Das ist deswegen sage manchmal ich ja, schwierig. ich muss es ja fahren, damit ich das fühlen Ja. kann. Das habe ich ja extra jetzt so gesagt. Danke, Michi, Da für deine Zeit. bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. Ja, danke auch. Für mich eine große Ehre, bei dem Podcast hier dabei zu sein. Fand das Gespräch auch super interessant. Ich nehme daraus auf jeden Fall auch mit, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Lager. Es ist auch immer wichtig, kritisch zu bleiben und sich über viele Dinge doch dann am Ende des Tages ein eigenes Bild zu machen. Wie du sagst, bei dir wäre das das Reifenmodell. Ich muss jetzt vielleicht nochmal kurz über die Pricing-Geschichte nachdenken, dass das R-Faktor 2 ja gar nicht so viel billiger ist wie iRacing. Aber nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Vergiss deine Sponsoren nicht. Was? Sponsoren. Na, die, hallo, wenn du Werbung machen kannst, mach doch Werbung. Pff. Das vergisst immer jeder. Irgendwie keiner dankt seinen Sponsoren oder Mutti oder Vati oder. Das ist immer so, ja, tschüss. Ich müsste meine ganzen Freunde danken, dass die irgendwann aufgehören, mich von meinem Bildschirm wegzuziehen, damit ich mein Kram weitermachen kann. Tatsächlich ist so, dass ich habe keine Sponsoren im Moment. Das ist die Realität. Siehst du? Deswegen Sponsorenanfragen gerne an meine E-Mail-Adresse. Yeah! Simracing@michi-heuer.com. Fantastisch. So, jetzt mach die Bude zu. Ich will nicht noch was sagen. Sag Tschüss jetzt. Alles klar, over and out we are. Ciao. Ciao.